Hallo mein lieber Freund, herzlich willkommen zu Spieletipps für Gamer. In diesem Video zeige ich dir, wie du diese Trophäe bekommst. Die Trophäe heißt, ist das Kunst oder kann das weg? Und ich muss dir gleich zwei Sachen sagen. Erstens, es ist die lustigste Trophäe, die ich in meinem gesamten Leben gemacht habe. Zweitens, dieses Video beinhaltet Spoiler, weil du kannst diese Trophäe nur machen, wenn du das Spiel durchgespielt hast. Deswegen, wenn du sehr sensibel auf Spoiler bist, ich halte mich wirklich so gut wie möglich zurück in diesem Video. Aber wenn du sehr sensibel bist und du hast Angst vor Spoilern, dann schau dir natürlich das Video nicht an. Solltest du den Erfolg nicht machen wollen, der ist sehr selten, du siehst, der ist ultra selten, 0,1% der Leute auf der gesamten Welt haben den geschafft. Solltest du nicht machen wollen, schau dir das Video trotzdem an, ich sag dir, das ist verdammt lustig. Nachdem du die letzte Jagdanfrage abgegeben hast und 24 Stunden gewartet hast, kannst du zur Post gehen, dann deine Belohnung abholen. Und jetzt bekommst du eine Einladung, hier wenn du die Tasche aufmachst, Miss Hobbs Einladung, einfach benutzen. Lesen und es aktualisiert sich was, nämlich wenn du auf die Karte gehst, gibt es hier bei Strawberry jetzt eine Mission, also ein Ereignis. Da müssen wir jetzt hin, zu dieser Mrs. Hobbs. Das ist ihre Hütte, hier sind schon ausgestopfte Tiere, auch wenn man hier nach hinten zum Beispiel geht, ja, gibt es ganz viele hier. Und jetzt einfach mal reingehen, die ganze Geschichte hier mal reinziehen. Hallo. Yeah, he said to come call on you. Ja, du siehst, sie ist ziemlich crazy. Marston. What do you make? I make art, dearie. Come, come meet my friends. Ja, du siehst, hier sind die ganzen Tierchen, die wir gesammelt haben. Schaut echt geil aus. Sie ist echt crazy. Sometimes I make up little funny voices and I make believe that they're all talking to one another. I call this guy Percival. So, und hier, ganz wichtig, jetzt bekommst du hier ein Eichhörnchen. Und das ist jetzt ganz wichtig, ja? Also dieses Eichhörnchen, das müssen wir jetzt an einem sehr wichtigen Punkt platzieren. Und ich sagte, dieser Erfolg ist einer der lustigsten Erfolge, die ich jemals gemacht habe. Als nächstes müssen wir zu unserem Haus. Das funktioniert nur, wenn du das Spiel schon durchgespielt hast und wenn das Haus steht. Das ist hier bei Blackwater, also in deinem Hauptquartier sozusagen. Du gehst einfach in das Haus rein, dann zum Kamin und hier sind so hässliche Puppen. Zwischen die Puppen platzierst du einfach das Eichhörnchen. Klick. What is that? So, das Problem ist jetzt, dass seine Frau das überhaupt nicht mag. Ja, also sie hasst es. Sie hat was dagegen. Und deswegen wird sie das Eichhörnchen verstecken. Also sie ist absolut dagegen. Die hässlichen Puppen stellt sie zwar hin, aber das Eichhörnchen, das darf hier einfach nicht stehen. Ja, jetzt gehst du wieder aus dem Haus, schläfst 24 Stunden. Wenn du nach 24 Stunden wieder im Haus bist, bemerkst du, dass Abigail das Eichhörnchen versteckt hat. Also es ist nicht mehr da. Ihre hässlichen Puppen sind zwar noch da, aber das Eichhörnchen ist weg. So, jetzt musst du es finden. Am Anfang ist es noch sehr, sehr leicht. Du gehst hier rein, guckst in die Truhe. Oh, ich habe es sogar ohne aufzumachen rausgeholt. Gehst wieder zum Kamin und stellst die Figur wieder hin. Also du weißt ja, sie haben eine schöne Beziehung. Und so muss man es einfach machen. Er stellt es hin, sie versteckt es wieder. So, jetzt das ganze Theater nochmal. Wir gehen jetzt wieder schlafen, 24 Stunden. Kleiner Tipp, wenn du nicht mehr schlafen kannst, kannst du auch einfach mit der Kutsche fahren, dann vergeht die Zeit auch sehr schnell. Nach 24 Stunden kommst du wieder in dein Haus und stellst fest, dass Abigail wieder die Figur versteckt hat. Dieses Mal hat sie die Figur viel besser versteckt. Wir gehen hier rein und hier beim Kamin hat sie sich wirklich die Mühe gemacht, sie sehr gut zu verstecken. Ich frage mich, wie er sich die Hand nicht verbrennt, aber ja. Auf jeden Fall ist sie hier. Jetzt gehst du wieder hin und platzierst sie wieder aus Trotz. Denn du bist ja der Boss im Haus. Du hast es ja erbaut. Zack, wieder platzieren. Und gehst wieder für 24 Stunden raus aus dem Haus. Nach 24 Stunden stellst du wieder fest, dass das Figürchen weg ist. Abigail scheint die Figur wirklich krass zu hassen. Du gehst einfach hier in die Küche, hier hoch auf den Dachboden. Also sie versteckt die Figur immer besser. Und dann in dieser Truhe findest du die Figur. Hier ist sie. Und weil du genauso stur bist wie sie, stellst du die Figur wieder hin. Zack, wieder zu den hässlichen Puppen und verlässt das Haus wieder für 24 Stunden. Ja, ich glaube, Abigail ist wirklich eine Traumfrau. Wenn du das vierte Mal ins Haus kommst, stellst du wieder fest, dass Abigail die Figur versteckt hat. Dieses Mal hat sie sich wirklich besonders viel Mühe gemacht und die Figur befindet sich hier beim Stall.
Also wie gesagt, hier, guck mal, hier ist das bei den Schafen. Hier drüber steigen und dem Karren hat sie es versteckt. Also unglaublich, was sie alles treibt, nur damit du es nicht hinstellen kannst. Natürlich kommst du wieder ins Haus und zeigst dir, wer einfach mehr Durchhaltevermögen hat. Zack, hinstellen und die hässlichen Puppen ein bisschen aufpolieren. Ich finde, die Figur schaut richtig schön aus. Ich weiß nicht, was sie gegen die Figur hat. Auf jeden Fall gehst du jetzt wieder aus dem Haus und wartest wieder 24 Stunden. Auch beim fünften Mal stellst du fest, dass die Figur weg ist. Also sie scheint sie wirklich krass zu hassen und sie will dich jetzt wirklich psychologisch brechen. Sie will wirklich sich durchsetzen und das Haus sauber halten. Ja, du gehst jetzt einfach hier raus, wieder in die Scheune. Also besser gesagt, wir haben ja hier zuerst geholt, also hier draußen. Dieses Mal gehst du hier in die Scheune rein, kletterst hier hoch und dann hier in der Truhe befindet sich die Figur. Da ist sie. Ich weiß nicht, warum sie sie nicht einfach zerstört, aber naja, vielleicht will sie dich einfach nur ärgern. Auf jeden Fall nimmst du die Figur, da ist die Hexe und stellst die Figur wieder hin. Schade, dass wir die hässlichen Puppen nicht verstecken können. Und wenn du denkst, dass du den Erfolg jetzt bekommst, dann irrst du dich, denn du musst wieder für 24 Stunden aus dem Haus. Wenn du das nächste Mal ins Haus kommst, stellst du wieder fest, dass die Puppe, also dass die Figur verschwunden ist. Und dieses Mal hat sie wirklich krass versteckt. Egal wie du hier rumsuchst, das ganze Haus, die Scheune, du findest einfach die Figur nicht und du fragst dich, wo ist die verdammte Figur? Abigail hat sich tatsächlich die Mühe gemacht, diesen verdammten Berg hier zu besteigen und hat... ja, die Figur da oben platziert. Ich zeig dir mal auf der Karte. Das ist dieser Berg hier. Das ist Strawberry. Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Du gehst hier ungefähr dahin, drückst drauf, dann kommst du hier hin. Also da kann man wirklich hochreiten. Und dann befinde ich mich gerade hier. Ja, hier befinde ich mich gerade. Dann gehst du hier vorsichtig hoch. Also ich weiß nicht, wie sie hier hochgekommen ist. Auf jeden Fall, da siehst du es schon. Da wartet es auf dich. Pass bitte auf dich auf, dass du hier nicht runterfällst. Speichere auch ab. Man kann hier auch wirklich runterrutschen. Und sobald du die Figur genommen hast, bekommst du die Trophäe. Ja, und hier siehst du die Trophäe. Ist das Kunst oder kann das weg? Du siehst, sie ist auch ultra selten. 0,1% der Menschen haben sie bereits gesammelt. Und ich muss sagen, das ist eine der lustigsten Trophäen, die ich bis jetzt gemacht habe. An dieser Stelle Respekt, dass du es durchgezogen hast und denk dran, dass wir auch alle Herausforderungen auf unserem Kanal gemacht haben. Alle 90 Herausforderungen und weitere Sachen, die du für die 100% brauchst. Wenn du also genauso verrückt bist wie ich, abonniere deinen Kanal, schau dich um, da bekommst du wirklich alles, was du brauchst.